Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Nein, ich dachte gerade, hier ist ein Comic. In der letzten Folge ist ein Haufen Zeugs passiert, was leider Gottes nicht gespeichert wurde. Warum auch immer. Also der Spielstand wurde gespeichert, aber die Aufnahme nicht. Und das habe ich erst gesehen, nachdem ich das Spiel wieder verlassen habe. Also nach dem Speichern, sage ich mal. Also erzähle ich hier ganz kurz, was passiert ist. Es ist Gott sei Dank nicht allzu viel passiert, weil ich ja nur den Außenposten mache. Also wir sind von diesem Pünktchen hier unten. Nee. Das hier war die Tankstelle, richtig? Ja. Von dort eigentlich nur straight up dahin. Aber das habt ihr ja noch gesehen in der einen Folge. Und dann sind wir hier hoch. Hier waren ein kleiner Schrein, den haben wir zersprengt. Hier siehst du, den haben wir nicht mal, habe ich nicht mal geguckt, was das ist. Da bin ich hoch zu diesem Außenposten, den haben wir eingenommen. Und zack, war ich voller Drogen irgendwie und bin hier oben gespawnt. Mich hatte so eine Dame, die Faith, die man unten rechts sieht bei dieser Faith-Region, die hatte mich irgendwie gepackt. Und ich habe zufällig diesen Marshall Deputy Glatzkopf-Typ da, den man am Anfang im Flugzeug gesehen hat oder im Helikopter. Den habe ich getroffen, der war auch auf Drogen und wir sind da von so einer Statue runtergesprungen. Seine Leiche habe ich nicht gefunden, ob er überhaupt tot ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich das irgendwie überlebt und bin hier gelandet, wo gar keine Statue ist. Habe eine Schnellreise gemacht, weil ich hier noch privat was gemacht habe, schnell. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell wieder hier hin. Gucken uns noch mal ein bisschen weiter, so dass ihr nicht wirklich, also ihr habt nicht wirklich was verpasst, sag ich mal so. Nicht wirklich bis gar nicht. Nur ein bisschen Außenposten und dumme Scheiße labern. Aber ich hoffe mal, damit könnt ihr leben. Viel mehr war das dann auch nicht. Und halt einen Haufen Prepper-Versteck angenommen, aber noch nichts gemacht. Die Peggys haben ein riesen Lager in der Mine vom Bright Warden Radon Kurort. Gewehr. Guck mal, jetzt hat sie zum Beispiel. Ja. Egal. Wir fahren jetzt erstmal runter da. Oder laufen runter da. Oder fahren runter da. Oh Scheiße, das wollte ich gar nicht. Naja, dann laufen wir weiter. Ich wollte einsteigen und nicht das Ding sabotieren. Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Stand zwar sabotieren, aber das ist mir im letzten Moment erst aufgefallen. Gar nicht rein. Da klingelt doch irgendwo ein Telefon. Was auch im. Da vorne kommt Ärger. Ich hatte sowas. Die Position. Von hier kann ich nichts machen. Ich hatte erwartet, dass jetzt die Gegner kommen, ja, aber. Weil es nur.
Also ich hätte erwartet, dass da ein Haufen Biester sind, aber... Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass Gegner kommen gleich. So. Es ist aber nicht passiert. Bin ich jetzt enttäuscht? Nicht wirklich. So, wir wollten jetzt hier hin, da den Bogen rummachen, vielleicht da einen Abstecher hin und dann hier langsam runter, dass wir quasi diesen Berg hier als Begrenzung nehmen, dass wir erstmal hier unten dieses Stückchen machen. Das war so mein Plänchen. Also sag ich mal hier rüber. Zack. Das nehmen wir noch nicht mit, was beides hier. Und dann das alles erstmal hier unten. Naja. Gehen wir erstmal dahin zum Feuerzeug, meine Schnellreise. Den Ladescreen finde ich irgendwie übel gruselig. Das Haus. Ich weiß nicht. Das Haus ist creepy. Ich mag das Haus nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses The Last of Us Part 1 Teil. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses verfallene Haus, wenn du da im Ladescreen bist. So, probieren wir nochmal mit dem Auto. Verstanden. Geil, die können mich sogar fahren. Du zahlst für jeden Schaden. Hau ab, Mann. So, ich muss jetzt rückwärts. Hoffentlich fährst du besser, als du schießt. Das war ein Witz. Ich arbeite dran, lockerer zu werden. Ich würde jetzt mal schätzen, ich bin hier falsch abgebogen, aber ich komme irgendwie richtig hin. So, da bin ich wieder nach einem kurzen Cut. Hier sollten wir theoretisch ein Feuerzeug finden. Das ist mit der einzige Grund, warum ich mich so für diesen Ort interessiere, und da haben wir ihn auch schon. Und meistens gibt es hier unten ein bisschen Geld. Na gut, das war jetzt nicht so das Geld, was ich mir erhofft hatte. Manchmal frage ich mich, ob es dich wirklich gibt. Eden's Gate kontrolliert alle Straßen am Henbane River. Bitte gehört die Straße an. So. Dann wollen wir da hoch. Wir nehmen das Quad, scheiße. Schön zu verschnaufen.
Meinst du, die Raupe weiß, welche Schönheit in ihr verborgen ist? Weiß sie, dass sie bald sterben und zu einem schönen Schmetterling erblühen wird? Du bist wie eine Raupe im Dreck. Ich wünschte, unsere Angels könnten dir von der Schönheit berichten, die dich erwartet. Du musst sie für dich selbst finden. Hier gibt es Peggys, die gerne mal vor Statuen knien. Ich sollte ihnen danken, denn sie sind leichte Ziele. Alter. Komm schon. Junge, irgendwas stimmt hier. Also auf dem Bildchen stand gerade, dass hier Bären sind. Hier ist es nicht gut. Bin unterwegs. Such mir einen besseren Weg. War's das? In der Not. Also einer ist weggesprengt, definitiv. Ich hatte gedacht, dass hier war noch ein Mädchen irgendwo mit bei. Ach, die ist wahrscheinlich auch weggesprengt worden. Okay. Wollte ich nämlich sagen, ich habe doch was Weibliches gehört. Also unter anderem. Hier ist nichts weiter. Gab es hier nicht noch einen Comic oder sowas? Nee. Da ist eine große Hängebrücke. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal irgendwann gesehen habe. Das Comic war da oben. Aha. Naja, dann laufen wir einfach mal ein bisschen. Aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So wie es hier zurzeit läuft, muss man für sich selbst sorgen können. Diese verfluchte Sekte. Alle haben nur die Augen verdreht, wenn sie vom Ende der Welt gesprochen haben, aber sieh dich mal um. Vielleicht haben sie ja recht. Das Gesetz hat hier nichts mehr zu melden. Es gibt keinen mehr, der uns beschützt, also müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Alles, was zählt, ist überleben und satt zu werden. Ich habe ein paar Sachen zu verkaufen, falls du Interesse hast. Munition, Ausrüstung, nützliches Zeug in Zeiten wie diesen. Und wenn du irgendwelche Tierfälle hast, zahle ich gutes Geld dafür. Das spart mir eine Menge Zeit.
Die Welt ist gefährlich geworden. Wenn du irgendwelche Peggys siehst, dann knall sie ab, ohne nachzudenken. Ja, okay. Beute verkaufen. Warum leben die Tiere eigentlich hier wieder? Bisonhaut. Na, wirklich viel Geld bringen die Dinger aber auch nicht. Naja, wir brauchen es ja nicht so dringend. Aber wir haben Vorteilspunkte, sehe ich gerade. Vorteil. Gab's hier nicht noch irgendwie was, wo man die Leute oder mehr Leute mitnehmen konnte? Hm. Weiß ich jetzt nicht wie. Wo oder was? Naja. Ich weiß nicht, ob die Blumen hier wirklich verwelken oder... Positionswechsel. Soll dieser Baum helfen, die neue Welt wahrzunehmen. Da sind Pegasus. Er soll die Frucht derer tragen, die des Pfades nach Eden unwürdig sind. Seine Wurzeln sollen sich nach Fleisch der Sünder laden. Ach, ich kann dir nicht hey du, ich muss dir was erzählen. Kennst du Radonkuren? Die waren früher mal richtig angesagt von wegen Naturheilkunde und so. Jedenfalls gibt es einen alten Kurort gar nicht weit von hier. Die Sekte verschluckt. Lassen Sie das, hören Sie? Komm mal hier lang, Freundchen. Bereit zum Angriff. Mein Gott, ich bete für Ihre Seelen. Ich ziehe um. Ich brauche Hilfe. Wir bringen uns alle um. Ich werde dich selber holen. Love, Grace. Lebst du noch? Eieiei. Irgendwie macht mein Ding mehr Schaden als geplant. Ja. Das hätte schlimmer kommen können. Warum liegt ein Gewehr? Irgendwen hat es ja ganz schön weggehauen dann. Naja. Ja.
Ich verblute! Ja, fahrt nachher. Achso, ja, gut. Ich bin am Boden! Helft mir hoch! Ich helfe dir nicht hoch. Alter, ich habe immer das Gefühl, hier ist irgendwer hinter mir dann auf einmal. Wenn die Dame die spawnt. Die macht mir Angst. Klingt doof, ist aber so. Und zwar höllisch. Eingeständnis. Ich wollte etwas Besonderes sein. Als Josef in mein Leben kam, kam es mir vor wie ein wahres Geschenk von dir her. Dass ein Mann, der mit dir redet, mich in euren heiligen Gespräche einführt. Okay, das war also hier nur so ein Sektenscheiß. Oh, hier ist noch ein Tresor. Die hätte ich vielleicht vor dem Bison retten sollen. Naja. Man kann nicht jeden retten, oder? Man kann nicht jeden retten. Ahoi, hier ist Sharky. Wir veranstalten ein Überraschungsgrillfest für hirntote Kultisten im Trailerpark. Das klingt attraktiv. Da wollen wir doch mal hin. Meter von hier. Den nehmen wir noch mit. Den Sharky. Ich weiß immer nicht, worauf die Leute hier schießen. Klingt wie ein Bison. Sind es Kultisten, die da angegriffen werden? Dann kann ich... Oh ja, es sah so aus. Sieht so aus. Hat wohl keinen Falschen erwischt. War ein Grizzlybär. Oh nee. Alles gut. Na, scheiße. Na gut, hat doch einen Falschen erwischt. Der ganze Weg ist voller Blut. Kennst du Radonkuren? Die waren früher mal... Komm hoch, Mann. Alter, wie random ist das Spiel. Danke. Hey, nicht abhauen. Nicht abhauen. Hallo. Kennst du Radonkuren? Die waren früher mal richtig angesagt von wegen Naturheilkunde und so. Jedenfalls gibt es einen alten Kurort gar nicht weit von hier. Die Sekte versteckt da Drogen und Waffen. Ja, das ist scheiße, ne? Den mache ich nicht auf, da ist ein böser Dachs drin.
Moment mal. Ich habe doch Hilfe. Ich kann mich dumpf daran erinnern, was dort unten gleich passieren wird. Ich bin da, bevor dein Hund zweimal wedeln kann. Ich komm zu dir. Was fackelt der da? Ich bin Charlemagne Victor Beauchamp. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ich habe hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt eine Hose anhaben. Ich sorge für Musik und den Flammenwerfer, um sie tanzen zu lassen. Du bringst dann, was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen. Hörst du aufstimmen oder dreh ich langsam völlig durch? Oh, das ist mein Funkgerät. Ist das dämlich? Heute sind sie wütend. Könnte das sein, dass sie nicht auf Disco stehen? Zeig uns mal deine böse Seite. Burn, Baby, burn. Disco Inferno. Da kommen noch mehr. Immer auf den Kopf. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Mein Traum war so was von einem Gretchen. Jetzt hat er mich angezündet. Verdammt, ich kann nicht mehr. Ich schalte mal kurz ab, um Luft zu holen. Was denn? Oh, Scheiße, meine Pedale sind im Arsch. Ich kann die Musik nicht ausschalten. Es werden immer... Spaß!
Aber auch ich habe meine Grenzen. Schon Spaß, aber auch ich... Du dummer Hurensohn. Junge, erschreck mich doch nicht. Was für ein Tag! Was für ein schöner Tag! Mach mal hin, der geht... Alter, was ist das für eine abgedrehte Scheiße? Ray hat den letzten gekillt. Das war geil! Wenn nur alle Cops so cool wären wie du. Was soll ich sagen? Ehrlich, wir beide, das ist pure Chemie. Wir sind ein verdammt geiles Team. Alles klar, mach dein Ding. Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal mit den Angels anlegst. Was? Warte. Was für eine krank abgefuckte Scheiße. Okay. So. Die wollte ich ja nicht mitnehmen hier. Ja. Damit werde ich vielleicht schon hier runtergehen und dann diese kleine Kurve machen. Ja. Klingt vernünftig, ist vernünftig. Mache ich. Guy Marvel ist dann unser nächstes Ziel. Aber nicht mehr hier und nicht mehr heute. Siehst du hier, wäre ich vor den Angels vielleicht auch sicher gewesen, wäre ich nicht, okay. Wenn ich einen Nickel für jeden Cent bekommen hätte, den Sharky Bowshaw je verbockt hat, wäre ich schon ein verdammter Millionär. Er ist trotzdem eine Kämpfernatur und scheißt auf Eden's Gate. Man muss halt nehmen, wen man kriegt, was? Ich frag mich, ob im Trailer Park immer noch Hobos hausen. Hier macht mir langsam eine Scheiße Angst.
Das hätte ich nicht besser sagen können. Ich glaube, die fühlen sich genauso unwohl, wenn die Dame hier ist wie ich. Wow. Ach, die Tiere sollen mal schön unter sich klären, da wer der Stärkere ist. Oh, da haben wir sogar noch ein Vietnam-Feuerzeug in der Nähe. Und ein Prepper-Versteck. Ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt für eins war. Tweak ist hier unten schon wieder. Der Judge Puma. Ja, ein bisschen was ist ja noch. Nicht? Ein bisschen was ist ja noch. Hier oben ist jetzt erstmal nichts zu sammeln, das ist gut. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.